genau, die Werte wurden reduziert, habe ich ganz vergessen. Oh nein, 9% Chance. Boom. Okay. Oh, natürlich muss hier einer einen langen Bogen haben. Au. Au. Mein Gott, wäre ganz schön gefährlich gewesen, wenn ich nicht Louis hier hingeschickt hätte. Da und ja, die haben keine Chance gegen Yunaka. So lächerlich, ne? Wenn du manche Charaktere einfach irgendwo hinschicken kannst und niemand kann was dagegen machen. Okay, jetzt einfach Fall los. Okay, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, auch weil er ihn brechen wollte. Ah. Ich nehme an, das ist immer so die oberste Priorität, ne? Wenn die Gegner irgendwie mich brechen können. Oh mein Gott, ich wusste es. Ich will mal wetten, dass hier gleich alles das Ding da in der Mitte kaputt geht, ne? Länger seid so klug, ne? Dass ich dann, voll überrascht wäre dadurch, ne? Ne. Ich weiß genau, was hier los ist. So, ihr Typen, ich kann euch hier hin platzieren. Ich kann ihn dahin platzieren. Der kann sich um die kümmern. Jawohl, meine Miniaturbogenstrategie funktioniert. Ich bin ziemlich sicher, er ist in Sicherheit da. Speer, Speer, Separanze. So, wenn einer von euch treffen würde, das wäre super gut, ne? Aber er wird was. Okay, da kann ein bisschen dauern. Der Heiler wird wahrscheinlich irgendwann heilen, ne? Die Leute da, aber solange ich sie die ganze Zeit da in Reichweite lasse und niemand anderen einpacke, ist halt eigentlich okay. So. Oh, du bist ein mystischer, verdammt. Ich dachte, du wärst ein. Bist du auch ein? Verdammt. Er kann Dings treffen. Aber dürfte eigentlich nicht so. Dürfte aber trotzdem nicht so schlimm sein. Na gut ist. Ich kann dich anlocken. Aber ich hatte den Wirmtöter irgendwo, aber ich habe den glaube ich niemanden gegeben, ne? Ich habe ihn glaube ich eingelagert. So, 22. Kann ich dich hier reinpacken mit Excalibur? Nö. Kann ich dich hier reinpacken mit? Schrecklichkeit 26, Ausweichen 67. Habe ich ihn da reingepackt? So. Wo gehst du ein? Außer du hast irgendwie. Nee. Musstest. Okay. Zum Glück sind hier genug Säulen, ne? Wenn die Säulen hier nicht wären, dann wäre hier sehr viel schwieriger, habe ich so Gefühl. So, weißt du was? Perfekt. Ich platziere dich mal hier hin. Mach mal den ja. 15. Schwert des Schöpfers. Sehr gut. So, du heilst ihn hoch. Na verdammt, jetzt wollte ich eigentlich mit Gregory auch noch heilen. So. Oh ja. Die Situation gibt es auch noch. Oh nein, ausweichen. Was mache ich denn jetzt? Ja, ne, warte mal. Ich traue mich irgendwie nicht, ihn so weit entfernt hier von den Leuten zu platzieren. Im Wasser könnte schlimmer sein.
Ich sehe doch gleich, wie er hier unter und drüber geht. Warte mal, warte mal. Ich habe euch gar nicht gecheckt. Ich wusste, einer von denen so ein Langstreckending hat. Ich wusste es. Okay, wenn das alles ist, was die drauf haben, was ich sehr bezweifle, dann geht das noch, ne? Aber das ist bisher das Dümmste an diesem Spiel, dass alle Bosse auf einen zuschargen. Das ist ein bisschen doof gemacht. Nimmt den irgendwie, weiß ich nicht, den Titel als Boss weg, wenn die alle auf einen zu rennen. Oh, ich merke gerade, ich glaube, der eine will auf Yunaka los, ne? Der eine Meteor-Zauberer da. Aber der dürfte sie eigentlich auch nicht treffen. Weil Meteor in der Regel nicht so eine hohe Trefferchance hat. Okay. Oh nein. Okay, er ist tot. Ja, okay, ist gut. Oh Gott. 12 Chapter. Da kippt er um. Okay, 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 okay. Ja, okay, ist gut. Ich hab nur gedacht, da wären Dings. Ey, komm. Okay, da kam schon wieder eine Menge. Okay, ich habe gedacht, diese Typen sehen immer aus wie diese Xi-Typen, ja. Eine Xi-Anwender oder wie auch immer die heißen. Deswegen denke ich immer irgendwie, weil mich mal nicht so viel Schaden, aber sind die ganze Weise. Na, versuchen wir noch mal bitte. Ja, nehmen wir was mit dem anderen. Und dann müsste ich doch bitte erledigt kriegen, ja. Ja, danke. Vielleicht kriege ich den mit der Krieger dann zu dauern, ich weiß es nicht. Den mystischen da, den Weisen. Na gut, der ist, die waren auch von diesen blöden Dingern da angehalten. Okay, er ist aber ein Dings. Er ist ein Kampfmönch. So ein Crit und er ist weg. Ah. So, ein Crit und er ist weg. Oh mein Gott. So. Ein Crit und er ist immer noch am Leben. Jetzt, wenn sie ihn gekrittet hätte, ne, von all den Leuten. Ja, mehr Geschicklichkeit, mehr Glück, mehr Ausweichen. Lass mich mal gespannt, wie das abläuft. Deutlich weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Das ist ja nur ein Miniaturbogen, ne? Ich weiß, aber... Ah, du hast einen Speer, ehrlich? So, was geht hier ab? Sag. So, oh Gott, er geht da auf los. Dieser Sack. Jedes Mal, Mann. Kann ich einmal irgendwie jetzt hier voll chillig sein? So, was ist hier aufgetaucht? Noch mehr Leute, die Yunaka tanken kann. So, ich gehe jetzt mal und mache den Heiler hier erstmal kaputt. Damit der nicht hoch, damit der die nicht hoch rein kann. Ja, jetzt kriegst du es, klar. Oh.
Also für den Fall, dass hier irgendwas, für den Fall, dass hier was schief läuft, haben wir ein Elixier, ne? So cool, was jetzt? Mein Gott. So, wenn ich dich hier platziere, dann wirst du von nichts getroffen, ne? So, aber ich kann nicht festnageln mit ihr. Dann hätten wir euch erledigt, ne? So, wenn ich dich hier reinpacke, ne? Ja, ich wollte schon sagen, mit ein so ein Stabung wirst du doch bestimmt den erledigen kriegen, ne? Und Sterne. Sag. 26. Hm. Ja, er hat ja was gegen Pferde. Ganz vergessen. So, meine Strategie wäre jetzt hier, ne? Krieg ich dich? Ja, perfekt. Jetzt über das hier. Meine Strategie wäre jetzt hier. Wir nehmen zu lehnen und nageln die Leute da unten fest. Erstmal gucken wir, ob wir das überhaupt brauchen. Ne? Hm, ich muss erstmal mich um die Leute hier alle kümmern. Ne? Ah, kriegst du ihn down? Uff. Ja. Ja. Meine Charaktere haben alle schon hoch hier nachgeholt. Oh, sehr gut. Das eine Mal habe ich vielleicht einen Lob verdient. So, ich werde wahrscheinlich hier reingehen und dich kaputt kloppen. Nur mal so aus Interesse. Ich nehme nicht an, dass sie mit den Rittertod hier die Leute alle erledigen kann, ne? Das wäre aber irgendwie episch. Ne? Ah, so knapp. Ja, also ich werde wahrscheinlich die Leute hier festnageln müssen, ne? Habt ihr alle? Ne, ihr habt keine Fernkampfangriffe. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir Bolganon. Du wirst definitiv sie erledigen, ne? Obwohl, ne, fast. Na, ich muss dich kaputt boxen erstmal. Donk, donk. Ja, wir prügeln uns. Stimmt, der hatte auch. Ich dachte, er hätte Magie ausgerüstet. Nee. So. Uff. Kannst du ihn treffen? Was hast du? Also sie. Warte, ich helfe dir. So. So, ich muss dich jetzt mal treffen, ne? Danke. Genau gereicht. Und
Und ja, das einzige, was wir jetzt hier machen können, ist jetzt hier sie zu nehmen, ne? Wir machen mal ein kleines Bündnis hier. Und wir müssen jetzt die angreifen. Ja, dann werden halt die Werte reduziert und die Gegner daneben werden festgehalten. Ich hoffe natürlich, wir kriegen das gleich nochmal aufgefüllt für Chrom. Aber schon. So, die stecken jetzt alle da fest. Und Rafael kümmert sich um den hier, ne? Perfekt. Das ist voll der Verschwendungsangriff, ne? Ziel nur direkt auf die, anstatt irgendwie da oben zu ziehen, ne? Da bringt er überhaupt nichts. Ja. Hey. Treff ihn mal bitte. Das gibt's jetzt nicht. Der weicht schon die ganze Zeit aus. Dem kann ich nicht kontern, weil er einen Langbogen hat. So. Oh, das wird auch noch ewig dauern hier, ne? Weiß auch, okay, ne? Manchmal die Gegner einfach so festzuhalten, ist schon genug. Reicht ja nur, die Leute da fest sein, damit die nicht jemand anderen auf Nerven gehen, ne? Hat. Oh mein Gott, das hat auch noch. Oh. Ja, weißt du was? So schlimm ist halt eigentlich auch nicht. So. Okay, keine Verstärkungszone. Vielleicht sind hier welche aufgetaucht, aber weil die ja daneben stehen. Hm. So. Ah, ich bin auch jetzt hier. Oh, sehr gut. So, 133. Er hat eine Ausweichfähigkeit von 122. 123. Das heißt, er kann sich eigentlich um die kümmern. Ja. Ich sag da schon, ich sag dazu schon gar nichts mehr, ne? Natürlich überlebt er noch mit so ein. Okay. Ha, ich darf ja auskillen. Voll excited. Schon Level 30. Jetzt werde ich ja sehen, ob das noch weiter levelt oder nicht. Das ist noch nicht das Ende. Also ich werde jetzt mal nachgucken, Rafael. Nee, aber kommt noch. So, oh oh. Oh oh. Oh oh. Aber ist ja. Ist ja okay, ne? 37. Nee. Hm. Oh oh. Verdammt, Ike habe ich auch schon bewegt. Aber ich den Weg hier platziere. Ich muss einfach auf den Krit hoffen, ja. Nein. Aha. Oh, der boxt mich jetzt hier gleich weg, ne? Da kann ich ja sowieso nicht kontern. Okay, 34 und 40. 34 und 40. Doppelt ihr den? Nö. 34 und 4. Aber ihr bekommt mehr Crit-Chancen, ne? Wegen eurer blühen Fähigkeit.
34 und 40, das sind einmal 7, das wäre dann 21. 40, das sind, das wären 13, also okay. Der eine darf mich nicht kritten. Er darf mich nicht kritten. Der andere kann mich ruhig kritten. Hier sie noch daneben, vielleicht noch mein Hauptcharakter. Habe ich den noch irgendwo hier in der Nähe? Ich glaube nicht. Ne? Ich habe noch nie gesehen, dass ihre Klamotten irgendwie so zerfleddert sind. Hier irgendwie ihr Kampfrock oder was auch immer es sein soll. Nichts an Schaden damit. Ja, warum nicht, ne? Huha, huha, dash, dash. So. Einfach spontan. Hey. Hey. Mann. Ah, das Spiel macht mich fertig, ey. Ah. Ja. Jetzt einige Sachen, die schief gehen können. Ich kann mal den hier machen, versuchen. Vielleicht erreichen die ihn dann nicht. Geht das Ding nicht, geht das Wasser nicht dann weg? Aha! So, ach ja, du bist ja auch noch hier. Ich kann eigentlich auch Dings hier einsetzen, ne? Live. Und dann wechselt sie ja zu ihren anderen Waffen, ne? Mitten im Kampf. So, kritten können es wäre nett. Stop. Der wird gleich wieder hochreiten. Okay. Sollte eigentlich alles okay sein, solange jetzt hier nicht noch irgendwas Nerviges kommt. Oh Gott. Alter. Alter, nur weil du eine Hit-Chance hast, heißt das nicht, dass du mich treffen musst, ne? So. Du kannst mich gar nicht sprechen, weil du mir null Schaden machst. Ich habe schon herausgefunden, dann kann ich nicht gebrochen werden. So, der ist weg. So, oh nein. Obwohl, der ist nicht schlimm. Sie wird ja schön gelevelt, finde ich gut. Oh, sehr gut. Er handelt bevor der. Ja, war doch der Heiler, oder? Nee. Finde ich gut, dass die Leute, die heilen, nicht als Erste agieren, damit die ihn hätten hochheilen können, bevor ich ihn getötet hätte. Aber gut, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr nach unten schicken jetzt. Langsam wird er doch schon ein bisschen krass da unten. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Ne? Wenn ein ganzer Schwadron von Magiern gleich kommt, dann ist sie dran. Außerdem muss ich sie aus dem Weg von dem blöden Meteoriden-Typen da packen. Ja, aber jetzt geht das nicht mehr, weil die den Weg da blockiert haben. Oh oh. Oh, ehrlich. Oh mein Gott, da war natürlich wieder der Letzte, ne? Tapper war nicht der Letzte, der sich jetzt gerade bewegt hat. Ey, das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott. Da war der Letzte, der sich bewegt hat. Ne, den hätte nicht nur überleben können. Boah.
Ich kann mich eigentlich nur, ja, ich muss mich eigentlich nur aus die Reichweite von denen hier bewegen, ne, habe ich so ein Gefühl. Ne, Rafael. Habe ich aber gerade gesehen, wie ich das erledige, ne? Was ist denn der Zusatzangriff eigentlich? Ich habe den mal extra Marv gegeben wegen diesem Zusatzangriff, der vergiften kann. Wie wird er gar nicht aktiviert? Ja, wieso hat der Gegner so viel länger gedauert letztens? So, gleich wieder sehen, wie sie getroffen wird, ne? So, 35 Angriffskraft, das kannst du doch tanken, ja, ne? 37, das kannst du ja alles tanken, sehe ich gerade. Aber ich nehme mal sehr stark an, die gehen eher auf Dings los, ne? Ja, verdammt. Ich wieder ihn hier. Hm. Habe ich hier doch mal gemacht? Ah ja. Drachen allein platziert, ne? So. Schauen wir mal verstärken gehen. Diesmal hat sie ausgewichen. Diesmal ist sie ausgewichen. Ja. So. Ich habe gar nicht so schlecht, die Ehen angreifen. Das heißt, in seine Tanzschau tut sich wieder hier auffüllen. Sehr gut. Jetzt kann ich und da kaufen, nicht nach unten hin bewegen. Wie sie direkt abhauen. Diese Säcke. Sofort sind sie abgehauen. Oh, jemand, der nicht treffen kann. Oh. Ist da einer von denen weicht aus, ey. Ich wusste es. So. Warum musst du dich genau da hinstellen? Genau da bin ich runter. Oh. Sperrt mir die ganze Zeit den Weg. Ich will da runter. Hey, die kommen gleich alle auf mich zugestürmt. Ne? Pass auf. Hm. Ah, jetzt mache ich eiskalt den hier. Obwohl, warten wir erstmal. Wäre mal sehr toll, wenn du hier ihn erlegen könntest, ne? Ich mache meine Ruhe ab. Oh. Wie ist sich immer so an? Der hat 36 HP, 12 Schaden mache ich. Wird genau kill mit dem Cringe, einfach. So, oh, warte, ich sehe aber gerade eine sehr viel bessere Chance hier. Für Celine. Ja. Sie kann hier drei Leute gleich festhalten. Noch irgendwie ich das hier mache. So, kann ich irgendwas hier mitmachen? Wenn ich dich erledige, ne? Dann sind wir eigentlich schon in Sicherheit. Hey, Alchris.
sehr viel gerissen bis heute, bis jetzt. So. Na, wahrscheinlich ist die Fähigkeit noch nicht freigeschaltet, ne? Oh, hier ist erst im... Also voll dämlich. So, nächster Plan. Ich mach ihn ja. Ich kann auch... Ne, ich muss hier rein. Ich mach ihn ja. Schwäch dich. Und tue euch alle da festhalten. So, die können sich alle nicht bewegen. Er kann nicht treffen. Er hat natürlich einen Speer, ist klar. Aber die werden ihn nicht treffen. Ne? 7%. Ja, 7%. Ich muss mit dir angreifen. Einfach nur, weil... wer ist denn mit den Silberbogen? Du. So, bringt zwar überhaupt nichts, sie hier reinzupacken, aber warum nicht, ne? So. Oh mein Gott. Ah. Macht doch jetzt hier nicht schon wieder so nervig an. Ach Mann. Perfekt. Oh mein Gott, 12 Erfahrungspunkte. So, ja, perfekt. Kann ich dich erledigen? Natürlich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Dich kann ich erledigen. Und dann macht mich der andere platt. Da, die beiden Schützen, die müssen aus dem Weg, ne? Ich nehme nicht an, dass ich mit einem Krieger Lanze jemanden jetzt down vielleicht. Treffer. Weiß nicht. Ja. So, einige Sachen, die ja noch schief laufen können. Ja, sehr stark an, der geht lieber auf den Dings los, ja, auf Alchris, weil er nicht kontern kann. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Vielleicht geht er auf Gregory los. Alter, du musst mal ein bisschen Geschwindigkeit bekommen, ey. Magie und Resistenz, das ist alles, woraus er besteht bisher. Na, du kannst ruhig hier rein. Okay, so ein Crit wäre jetzt nicht schlecht, ne? Muss nicht sein, aber wäre gut. Danke. So. Können vielleicht einige Leute auf der linken Seite noch hier erledigen. Perfekt. Oh, sehr cool. Das ist so ein lammer Angriff, ne? Ich steige einfach meine Lanze in die Luft und dann kommt so ein kleiner Feuerball auf mich geschossen. Boom.
finde ich voll dämlich. Genau wie bei Raken, ja, das wir letztens gesehen haben, ne? Hat auch nur so einen kleinen, die Animation wird auch irgendwie nur so reduziert durch so ein, weiß nicht, so ein kleines, weiß nicht, so ein kleiner Feuerball irgendwie, der auf den Gegner geschossen wird, anstatt wie ein Radiant Dawn, wo du einfach so Get sogar Tenshu auf die Gegner geschossen hast. War viel cooler, ey. Er ist irgendwie wie Whitebeard in One Piece hier in irgendeinem Pirate Warrior Spiel war, glaube ich. Er hat da irgendwie geschlagen, da hat sich einfach nur irgendwie so eine riesige Welle aufgezogen im Boden. So sah es aus. Oh Gott. Daneben. Gerade null Erfahrungspunkte bekommen. Sie war schon auf 100. Oh. Oh nein, jetzt muss ich mein Schwert wieder aufheben. Kannst du es eigentlich wagen? Ja, ich würde auch total auf den, auf die Person losgehen, die mich one-shotten kann. Ich verstehe nicht, wie die KI hier funktioniert. Ach, die hat Stärkung, ehrlich. Sag. So, was kommt jetzt noch? Nichts, okay. Ich tue das Spiel echt irgendwie erwarten auf mich. Ich glaube ja eher nicht, ne? Aber guck mal. Oh, geil. So, da will ich sehen. Okay. So, warte mal, was ist jetzt überhaupt? Dann müssen wir ja Schaden hier durch. Oh ja. Ja. Ich habe dann auf meinen Gegner. Das ist genau wie in Fire Emblem Fates. Mir wirft einfach das Schwert auf die. Was voll schwachsinnig ist. Warte ich. Oh, du schaffst es nicht, ihn zu erledigen, ne? Doch. Doch. Okay, cool. Ja, alle weg, ja. 1, 2, 3. Verdammt. Das ist genau aus meiner Reichweite. Kann ich nicht einige von den Typen schon mal abschießen und dann... Ach, ich komme da jetzt nicht raus wegen diesem blöden... Aber ich kann das doch mit Celine entfernen, ne? Wenn ich mich irre. So, ah ja, stimmt. Orkanachs. Ach. Ja, versuch. Warum nicht, ne? Nein. Und sie ist damit 10. Sehr cool. Würde es, ich komme nicht weiter. Versuch mal. Mal hin.
So. Hör auf, mich die ganze Zeit zu brechen, Mann. Das Spiel ist immer so ein bisschen am Zögern, deswegen denke ich, da kommt noch irgendwie was, aber anscheinend nicht. So, ich sehe da 1, 2, also 3. Ich sehe 3 Magier. Das heißt, Yunaka ist immer noch relativ relevant hier gerade. Warum ist ja ein so ein einsamer? Okay, da ist auch einer. Also das, was ich gerade am notwendigsten finde, ist hier diesen Meteoroiden-Typen zu erledigen. Ne? Sind nicht 2 gewesen? Ja. Aber wenn irgendwas sagt mir, sobald ich einen von denen abknall, das hier werde ich definitiv brauchen, wahrscheinlich. So, ich meine, tut die Dinger entfernen, ne? So, was ich hier gerne machen würde, ist, ich würde natürlich erstmal jemanden da abschießen, ne? Dann gucken wir mal. Aber er ist natürlich wieder ein entfernt, ne? Aber was soll's? Glück plus 8. Hat er gerade bekommen? Ich glaube ja. Halt nicht. So, wo ist sie? Das ist auch schon B. Glaube ich. Okay, wenn die Leute alle da stehen bleiben, ne, wäre natürlich sehr gut. Aber irgendwas sagt mir, das Spiel macht es mir nicht so einfach. Das komme ich nicht dadurch. Funktioniert denn das überhaupt? Wenn da Wasser ist und eine Säule. Aber da kommt noch mehr. Das ist alles Anspielungen an Fire Emblem Awakening Charakter. Ist ein Ritter, soll Frederik sein. Wer ist das Ritter? Sumia. Wer ist hier gerade aufgetaucht? Pikania. Oder nicht? Keine Ahnung. Mein Plan bleibt jedenfalls bestehen, würde ich sagen. So, ich räume erstmal hier ein paar Dinge auf, ne, damit wir uns hier vielleicht bewegen können. Aus einem Wildlife Corin Erfahrungspunkte. Aber wenn da immer wieder neue Leute kommen, ne, dann weiß ich nicht, ob es das auf Dauer bringt, ne? Und ich prophezei sowieso, dass sobald ich irgendwie jemanden davon angreife, das irgendwie, weil nicht, dann irgendwas Übles passieren wird, ne? Oder die machen das Ding da auf und ich stehe dann da, ne? Denken wir so, oh nee. Verdammt, ich wollte eigentlich hoch ein paar Punkte. Hm.
So mal einfach mal, ne? Dann knallen wir dich mal ab. Kann ich nicht. Ich reicht nicht. Okay, dann knallen wir dich im nächsten Zug ab. Ich kann mich auch hier so gut, aber ich weiß ja nicht, was passiert, sobald ich das Ding kaputt mache, ne? Da kommen hier wahrscheinlich noch 50 Gegner und so, ne? So, 41. Hier kann ich zum Beispiel Louis hinschicken, ne? 35, 42. Yunaka könnte sich um die kümmern. Ich sie hier hinschicke vielleicht. So, also ein paar Sachen können wir ja so schön machen, ne? 162, warte. Nein. Nein. So, er ist natürlich wieder hier am nervigsten, wenn er gleich übrig ist. Ja, schon mal ein so ein Ding kaputt machen. Selbst bei den Dingern bleibt immer noch ein HP übrig, das gibt es jetzt nicht. Sehr passiert, ne? Ich nehme jetzt nicht an. Wer hätte das gedacht? Ne? Andere Typ ist aber näher gekommen an Yunaka vorhin, ne? Sie ist eher näher angekommen. Wir haben so eine kleine Idee. Schade, macht Meteor 42. Ne, das Born 37. Ich habe eine Idee. Da muss ich hier hin. Wir manipulieren hat hier so ein ganz kleines bisschen. Ne, wir gleich sehen, warum oder wie. Was hat passiert jetzt irgendwas? Oh, ehrlich. Oh, dann heißt, wir müssen uns aufteilen dann. Ja, mir gefällt hier die Strategie, jemanden abzuknallen, immer besser. Ich komme da immer noch nicht ran. Warum nicht? Kann ich ja nicht anvisieren, wenn er dahinter ist. Ihr Schlingel. Okay. Das ist aber auch kein Problem, würde ich sagen. Spätestens wenn das Ding kaputt ist, wird ja wohl. Hey, aber die können mich doch auch treffen. Das ist auch voll unfair. Boah. Warte mal, ich brauche Ike auf der linken Seite, weil er hat ja diese Fähigkeit, womit er irgendwie alles kaputt machen kann mit einem Schlag, ne? Dann packe ich ihn hier, dann packe ich Louis da hin, ne? Das ist so mies, ne? Weil ich weiß genau, da kommt jetzt gleich hier noch irgendwas angedüst, ne? Was, sobald ich hier kaputt mache, kommt hier doch irgendwas anderes, ne? Was mir die Sache ja erschwert. Hey, warte mal. Hier links dadurch, ne, wäre noch schöner. So, das heißt aber, ich muss auch immer genug Leute da haben, die Dinger kaputt machen, ne? Dreck.
Ah, nee, ich brauche ja gar nicht. Verdammt. Okay. Okay, warum habt ihr euch jetzt bewegt? Oh, da kommen immer noch welche. Ja, ich sehe schon. Je länger ich mir Zeit lasse, desto mehr Gegner sind da, ne? Ich weiß. Da habe ich mir schon von Anfang an gedacht. Warum haben die Magier sich jetzt da wegbewegt, Mann? Wir müssen ja schon wieder alles ruinieren. Okay. Oh, jetzt ist der Effekt da weg. Das gibt's jetzt nicht. Boah, ich muss aber da durch, Mann. Das Feuer nervt voll. So, ey. Unverschämt, ich kann die nicht angreifen, aber die können mich angreifen, ist klar. Eins, zwei, drei, ne. Also das ist alles genau drei Felder, das heißt, da komme ich nicht durch. So, warte mal. Ah, da wird noch ewig dauern, ja. Gib mir ein paar Stunden noch. So, ich habe so eine kleine Idee. So, das muss jetzt erstmal weg. So, meine Strategie ist, ich will diese Magier an einem bestimmten Ort hier packen, ne? Das nach rechts. Den schicke ich auch hier hin, mal, würde ich sagen. Ihr bleibt alle hier. Das Wichtigste ist, dass diese Magier nicht nach links gehen, wo Louis ist. So. Na, Yunaka bleibt hier. Du gehst hier hin. Du kommst wieder zurück in die Mitte. Du musst Krom und Co. hier aufhalten. Du kommst hier hin. Du gehst nach rechts. So, jetzt geht alle nach rechts. Boah. Das ist so nervig, ne? Da guckst du dich dann an. Wie unfair. Boah. Mach mal einfach kaputt. Aber ich bin doch schon ein bisschen so interessiert, wie viele Gegner da noch kommen. Je mehr Gegner kommen, desto mehr Erfahrungspunkte natürlich, ne? Ja, du kannst einfach hier. Du kannst sowieso einen Schlag erledigen. Stark genug, ne? Ich würde schon so ein bisschen interessieren, wie viele Gegner hier noch sind, ne? Wie die ja noch kommen. Wissen wir ja, wenn jetzt hier irgendwie.
Oh, ich kann das Ding einfach so erlegen. Weg. Okay, sagen wir dazu. Ja. Mal so. So. Also den Zug 17, ne? Also dann weiß man ja nicht, ne? Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ja, da kommen immer wieder neue Leute. Die Anzahl der Leute macht jetzt eigentlich auch keinen Unterschied. Naja, sind schon genug Leute. Zu 20. Ich zweifle einfach, dass die da warten. Kommen immer mehr Leute. Gehen die überhaupt Erfahrungspunkte? Aber nicht am Wert. Verschwendung. Da kommen jetzt hier jeder zwei Züge Gegner. Und die ganze Fire Emblem Awakening Crew. Okay, oh, das ist ein Magieritter. Super. Ne, 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 lassen wir mal. So. Mach mal das hier. So. Dann macht das blöde Ding auf. Ich mach genau einen Schaden. Zu wenig, ey. Ja, ne, man kann das doch eigentlich auch anschwächen, ne? Wäre nicht genug. Stören. So, naja, tue ich mir nicht an. Ja. Josh. So, erst was ich jetzt mache ist, dich zu klein als verarbeiten. Aber bloß nicht, dass ich erwarte, bis du auf mich loskommst mit deinem blöden Fernangriff. Da kommt die Verstärkung von mir eigentlich immer noch. Ich eigentlich auch Falle, ja, ne? So, du, komm du mal auf mich los. Ah, war da schon wieder ein Magier aufgetaucht gerade? Wann ist denn der aufgetaucht? Ey? Okay. Ah, wie hat die abläuft, ne? Lass mich raten. So kommen jetzt alle auf mich zu gerannt, ne? Voll der Digga rallied. So. Ja, jetzt kommen sie auf mich los. Wer hat das gedacht? Robin ist irgendwie da geblieben. Okay, ja, ist klar. Ja, ist klar. Boah.
Warum? Wo kommen die auf einmal her? Die haben einfach einen Wolf hingeschickt. Hallo? Das soll halt hier die, soll halt hier dieses eine, dieses Hasenmädchen sein. So, also was ich hier gegen mache, sag mir nicht, du hast einen, nein, hast du nicht. Entschuldige, was? Ich mach die einfach fertig mit zwei Schlägen. Also was? Macht das? Hm, oder kann jemand anders sich das? Für Schaden macht die ja nur 34. War Fall? Ne, 27. Stopp. Nicht aber. So, wenn er jetzt nicht noch da wäre, ne, dann wäre er hier voll chillig gerade. So, 42, 40, 35. Was mache ich gegen den Typen? Der ist der Einzige, der mir gerade alles versaut. Die Situation ist leer. Ich hoffe jetzt, der geht jetzt nicht nach links, ne? Weil sonst haben wir echt hier ein Problem. Bewegung hast du 5, 4, cool. Eins bis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bringt aber nichts. Viel zu nah dann zu ran. Möchte ich hier im platzieren, ne? Ich meine, dann wird 164, entschuldige, was? Ach, weil du gerade, okay. Okay, er wird mich mit Dings aber nicht erledigen. Ich werde gegen ihn keinen Schaden machen, leider. Allerdings wird mich ja nicht erledigen. Ich könnte den Schützen da erledigen. Den mal. Haben wir mal hier. Warte mal, wenn ich euch hier platziere, dann kann er sie locker treffen. Okay, irgendwie wird das schon klappen. Tatsache, dass er hier diese Schwertkämpfe da einfach erledigen könnte, ne, ist schon irgendwie ziemlich krass.
was. Okay, ihn würde ich auch gerne treffen. So. Okay, komm mal. Meine Verteidigung steht wieder 1. Jetzt kommt er alle. Man hat die alle hoch. Sie müssen sich gar nicht bewegen. Oder er oder was auch immer. Warum hast du mich nicht angegriffen? Was zum? Nicht angegriffen. Der sagt. Er hat sich einfach nur daneben gestellt. Ah, oh, genau da wollte ich nicht. Jetzt hat er sich dahin. Jetzt geht er auf Dings los, auf Louis. Warte mal, kann er überhaupt Louis Schaden machen? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt gerade. Er hat eine monströse Verteidigung. Aber ist okay, er hat sich ja hoch. Es ist sein Tanz gleich wieder breit. Der Gute ist, dieser Meteoriden-Magier hat sich gar nicht bewegt. Das kann mich immer noch so frei bewegen. So. Jetzt will ich hier Tote sehen. Ich glaube, es wird nicht reichen. Da sind Erzritter und alles andere, was gefährlich ist. Und da kommen wahrscheinlich jetzt noch mehr Leute, ne? Ne? Okay, nehme ich. Great Eater! Okay. Ich habe annähernd so viel Scham, wie ich gedacht hätte. Starkes Band, cool.